Maximilian Drum, nur wenige Minuten auf dem Platz, trotzdem ein schönes Gefühl, jetzt im Finale zu stehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit der Mannschaftsleistung heute, 10 Mann, haben wir die zweite Halbzeit gespielt. Muss man Mannschaft ein Kompliment machen, jeder kämpft für jeden, wir haben es einfach verdient. In der Liga auch, die Klasse hat schon geschafft. Wie wollt ihr jetzt unter Brücken auftreten? Es geht ja eigentlich um nichts mehr. Ja, wir spielen unser Spiel, wie wir es immer haben. Wir hören nicht auf zum Fußballspielen. Ich denke mal, es wird ein paar Wechsel geben, aber das ist eigentlich egal. Wir sind alle auf Position so gut besetzt. Wir werden da eine gute Partie abliefern und uns noch einen Auswärtssieg holen. Nach der roten Karte in der Pause für Yilmaz war danach kurz ein Knick drin. Danach habt ihr euch wieder gefangen. Was war da los? Ja, das ist natürlich klar, durch so einen Rückstand, da muss man ja erstmal das Doppelte laufen zu 10. Aber wir haben uns super in das Spiel noch reingekämpft, haben das 2-1 gemacht und dann wunderbar noch das 3-1 und dann war es vorbei. Danke dir. Marco Schwabel nach großem Kampf, Wacker Burghausen, das zweite Mal innerhalb von 4 Tagen besiegt. Schönes Gefühl, im Finale zu stehen, oder? Ja klar, vor allem wenn man da im Derby Burghausen schlägt. Schöner geht's eigentlich nicht und das ist ja noch in Unterzahl. Nach der roten Karte für Yilmaz in der Halbzeit war am Anfang kleiner Knick drin, aber ihr habt es dann wieder gut hinbekommen. Was war da genau los? Ja, wir mussten uns jetzt erstmal neu organisieren, weil wir nur noch zu 10 waren. Aber dann haben wir gemerkt, so gut sind die jetzt auch nicht heute drauf und wir können unser Spiel trotzdem durchziehen. Wie wollt ihr jetzt nach Saarbrücken fahren? Ich meine, im Endeffekt, es geht ja um nichts mehr. Ja, aber ich glaube, es hat schon mit der Ehre zu tun, dass du wenigstens ein Auswärtsspiel gewinnst und da wollen wir auf alle Fälle nochmal einen Dreier holen. Danke dir.